willkommen bei einer neuen Folge Bunter Hund und Zombie TV am vierten Tag der Einführungswoche. Heute mit einem neuen Outfit, wie ihr sehen könnt. Ein Schmuckstück aus meiner ersten Partnerschaft. Hat mir immer ganz gut gefallen. Zum einen steht da Coach drauf und zum anderen ist da eine Flamme in der Mitte zu sehen. Ja, eine nährende Flamme oder passt ja auch gut zum Widder. So, das Feuer eines Widders, was ja aktuell gerade auch sehr zu spüren ist. Vielleicht ist deswegen auch, wieso ich im April immer so durchdrehe und hier irgendwelche Videos poste. Ja, nun sind jetzt schon 2 Jahre vergangen. Und ich werde nochmal ganz kurz auf die letzten 2 Videos eingehen. Und auch habe mir Stichpunkte gemacht zu heute, Thema Achtsamkeit, Redewendung, Glaubenssätze. Was nehme ich bei Zombie TV dran? Aktueller Podcast vom Curse, ja, den er gestern hochgeladen hat. Ich habe mir heute Morgen mal ein bisschen was angehört, auch sehr interessant. Geht es unter anderem um Thema Flow-Zustand. Er hat einen Gast bei sich, den Alex, ja, Biohacker und Psychologe. Bei Minute 30 habe ich mir jetzt mal gemerkt, ja, hat er erwähnt, dass man sich klare Ziele setzen soll. Und Flow follows Focus, ja, wird auch erwähnt, sehr interessant. Dann auch, was einige Menschen da draußen schon tun, was ich indirekt, unbewusst auch schon immer gemacht habe beim Sport, ja, was die Tennisspielerin Williams auch anscheinend macht. Sie redet über Quiet Eye, ja, das wird auch in dem Podcast erwähnt, kann ich auch nur empfehlen. Ja, dann über Redewendung, Glaubenssätze, ja, die wir so jeden Tag benutzen. Ja, ich muss echt über mich selbst lachen. Ja. Also es jeden Tag passieren ja Dinge und oder man sagt Dinge und dann tue ich drüber nachdenken. Ja. Und da das ist auch mal ein Appell an euch, das mal zu tun. Ja, was sage ich denn da überhaupt? Ja, wie ihr seht, ich gehe die letzten Tage, Wochen mit einem Grinsen durchs Leben. Weil das ist ja alles Banane eigentlich, was wir da so erzählen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also schaut euch das mal an. Und ja, wir werden auch in den nächsten Folgen mal drüber reden. Ich werde mir mal ein paar aufschreiben, so als Beispiele und euch, die dann auch mal, euch mal präsentieren. Thema Sprache, wie ich ja schon angesprochen habe. Ja, diese ganzen Verneinungen. Ich war ja selbst Fußballtrainer und Coach und habe dann auch immer so Dinge verwendet, wie wenn jemand was Gutes gemacht hat, habe ich gesagt, nicht schlecht. Irgendwann später schmerzt, wieso? Sage ich denn nicht einfach, dass er gut war, dass es gut ist, was er da gerade abgeliefert hat, ja? Immer diese Verneinungen, ja? Und, oder die Wörter mit fair, ja, da werde ich vielleicht auch nochmal was einblenden oder in den nächsten Folgen mal ein bisschen näher darauf eingehen. Alles so Verneinungen. Und die gilt, denke ich mal, auch zu umgehen, indem man den Satz anders baut. Ja, das, da kommen wir auch schon wieder in einen ganz anderen Bewusstseinszustand. Und Thema Achtsamkeit natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, seitdem ich achtsamer durchs Leben gehe, ja, passieren mir viel weniger Unfälle. Ja. Früher habe ich mich ab und zu mal in der Küche ein bisschen geschnitten, beim Zwiebelschneiden, Champignons schneiden, egal, whatever. Aber das ist jetzt komplett weg. Ja, passieren jetzt nur noch ab und zu, wenn man echt gestresst ist oder unachtsam. Ja, das steckt ja schon im Board irgendwie drin. Und ja, noch ganz viele andere Dinge. Ja, aber Thema Zombie TV möchte ich natürlich die Leute versuchen, zumindest da abholen, wo sie sind. Ja, da draußen sind so viele Coaches und Bewusstseinstrainer, also das möchte ich gar nicht machen, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ja.
Also schnappt euch da draußen irgendein, der kann das gerne für euch oder euch ein paar Schritte zeigen. Ich meine, den Weg muss man selbst gehen. Ich möchte aber versuchen, Leute da abzuholen, wo sie sind, mit Sprüchen, Zitate, vielleicht Video-Ausschnitte. Ja, weil das ist mir in der Vergangenheit ziemlich gut gelungen, weil in Filmen, in Serien, in Anime, Mangas und so weiter werden ganz viel Wahrheiten reingepackt. Und ja, wäre mir ein großer Vergnügen und ein Anliegen, euch vielleicht damit ein bisschen den Weg zu weisen. Und ja, mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, es bleibt spannend. Und keine Angst, ich werde versuchen oder großteils die Namen alle abändern, wenn ich hier jemand erwähne. Beispiel, ich mache dann einfach, wenn ich auch mehrmals einen Namen verwende, mache ich dann einfach zum Beispiel Pascal A und Pascal B oder Andrea A und Andrea B. Und ja, generell, ich versuche natürlich die Namen zu ändern, damit hier keiner irgendwie sich zu nahe getreten fühlt oder verraten, ja, und so weiter, keine Ahnung. Vielleicht möchte es ja auch jemand nicht. Deswegen einfach, um sicher zu gehen. Und dann noch ein Punkt bezüglich ein Video, was ich mal hochgeladen habe. Das werde ich vielleicht auch bei Zombie TV mal teilen. Es geht um die Bequemlichkeitsverblödung. Ist nicht lang, ich glaube 4-5 Minuten. Und da wird ziemlich gut zusammengefasst. Ja, was da draußen so die letzten Jahre und Jahrzehnte so abgelaufen ist. Mal gucken, vielleicht kriege ich das auch hier in das Video noch rein. Lasst euch überraschen. Und ja, Thema Curse und Rap ist mir dann noch eingefallen. Ein Lied Wahre Liebe von Kool Savas und Samy Deluxe. Da wurde mal gesagt, ein Haus oder ein Heim mit diesen Maßen passt nicht in ein kleines Aquarium. Ja. Und dann Samy Deluxe später, damit ihr nach einem Jahr nicht mehr die Regale bei Lidl füllen müsst. Ja. Hoffe ich euch natürlich hier ein paar gute Tipps geben zu können, damit ihr andere Dinge machen könnt. Ja. Bewusstseinssteigernd. Ja, achtsam durchs Leben geht, weil da draußen ist echt viel Shit auch unterwegs. Ja, und ich habe es ja am eigenen Leib erfahren. Und theoretisch müsste man echt den ganzen Tag mit dem Roundhouse-Kick. Ja, kennt ihr das? Echt, man geht die Tür raus und dann direkt Bam, Roundhouse-Kick. Noch einer, dritte, vierte, fünfte. Ja, also es ist ja egal, wo man hingeht. Ja. Also die Leute sind entweder hier gaga, bescheuert, ja, oder gewisse Bedienstete einfach nur Befehlsempfänger, ja, überlegen gar nicht mehr hier, was richtig ist, ja, was moralisch, ethisch, irgendwie, egal. Naja, auf jeden Fall lustig, einfach das Bild vor Augen zu haben, ja, dass man sich im Roundhouse-Kick da draußen einfach so bewegt. Ja, dann Thema meine letzten zwei Videos. Ich möchte das Ganze ja jetzt auch kurz halten, so kurz wie möglich. Ist mir auch ein Anliegen, wir werden auf die Themen eingehen. Interview, mein letztes Interview mit Faxe System Klaus. Dann hatte ich mal erwähnt, dass ich eine andere Ex-Knacki-Mädel aus Frankfurt mal zum Interview gebeten habe. Die hat mich dann kontaktiert und meinte, dass sie das nicht möchte. Ja, sie möchte da lieber im Hintergrund irgendwie agieren. Schade. Ja, und auch andere haben sich dann abgemeldet bei mir. Fand ich auch ein bisschen traurig. Auch ein Grund, wieso das Ganze dann so ein bisschen ins ja, Stottern oder zum Stoppen. Ja, weil das Ganze angehalten wurde.
Naja, und ich hatte dann im letzten Video auch noch die Fragen gestellt, ist Karma eine Bitch? Sind alle Polizisten Bastarde? Und ist Revolution in Deutschland überhaupt möglich? Ja, auf diese Themen werden wir natürlich auch eingehen. Apropos, da sind wir wieder beim Sprunghaften. Ich habe vor kurzem auch eine Frau, ein Weib kennengelernt in Berlin. Also sie hat für den Deutschen Bundestag gearbeitet, für eine Abgeordnete. Und mehrere Wochen, Monate, ich müsste nochmal genau nachhaken. Auf jeden Fall hat sie dann nach kurzer Zeit da auch schon aufgehört. Ja, sie hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Sie hatte Jura studiert und hat da ein Praktikum bekommen damals. Ja, sie hat auch nur erzählt, die ganzen Reden dort werden von Redeschreibern geschrieben. Ja, und die Politiker, die prüfen das gar nicht nach. Die schnappen sich den Zettel, fliegen da mal kurz drüber und dann zack, wird das Ding vorgetragen. Ja, also auch wieder ein Beweis für dieses ganze Theaterspiel da draußen. Ja. So, mal tief durchatmen. Das darf auch erstmal sacken. Ich werde das Ganze, wie gesagt, nächste übernächste Woche dann hier splitten. In Zombie TV und bunter Hund. Die Einführungswoche bleibt für beide. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Hier ist die Sonne rausgekommen. Ich versuche jetzt auch nochmal ein, zwei Stunden rauszugehen. Das lege ich euch auch nochmal ans Herz. Habt eine gute Zeit, bleibt fit und munter und ja, bis bald. Ich melde mich morgen nochmal.